In diesem Video zeige ich euch, was wir alles auf der Glow gekauft, aber auch bekommen haben. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist mal wieder Zeit für einen Haul und diesmal für einen GlowCon Haul. Ja, ihr wisst ja, ich war am Wochenende auf der Glow in Essen. Es gibt übrigens auch zwei Vlogs davon, also schaut da gerne mal rein. Verlinke ich euch auch gerne sonst bei dem i. Wenn es euch interessiert, was wir sonst so getrieben haben, wie man an die Goodies eventuell kommt, die ich euch jetzt zeige. Und ja, in diesem Video geht es um die Goodies und auch das, was wir, oder das ich mir gekauft habe. Ich habe auch diesmal was gekauft bei der letzten Glow. Ich war ja das letzte Mal in Stuttgart da und nur einen Tag. Habe ich mir, glaube ich, nur ein Lipgloss bei NYX gekauft. Diesmal habe ich mehr gekauft tatsächlich, aber viele Produkte haben mir echt gut gefallen und kenne ich auch. Deswegen gibt es dann natürlich da günstiger mit Messepreis und deswegen, ja, habe ich mir auch ein paar Sachen gekauft. In diesem Video zeige ich euch alles von den zwei Tagen inklusive Goodiebag und mit der fangen wir jetzt auch an. Ich habe das jetzt tatsächlich nicht irgendwie sortiert. Also ich habe wenigstens Samstag und Sonntag aufgeteilt, weil das sind zwei Taschen. Und ansonsten wird es jetzt einfach kreuz und quer. Aber wir fangen ja mit der Goodiebag an. Da ist alles noch drin, wie es in der Goodiebag drin war. Ich habe nur mal kurz reingestöbert. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch noch nicht alles, was drin ist. Ja, wir haben einmal ein Geschenkset für lange Wimpern von L'Oreal. Da ist drin ein für ultralange Wimpern. Ultralange Wimpern sind immer gut. Es ist, glaube ich, ein Kajalstift dabei und ein Mascara. Dann von Elegant Touch künstliche Fingernägel. Da bin ich jetzt nicht so, muss ich sagen, nicht so der Fan von. Also sowas benutze ich jetzt nicht. Vielleicht findet sich ja ein Abnehmer. Dann gibt es von Real Techniques die Make-up Sponges und die benutze ich tatsächlich richtig gut. Finde ich ja, sehr praktisch. Kann man nie genug haben. Dann gibt es ein Waterdrop Kästchen mit dem Flair-Geschmack. Ich bin gespannt. Und es gibt ein 5 € Hello, ein 5 € Waterdrop Gutschein dazu. Ich habe es in meinem Vlog schon erzählt. Waterdrop habe ich auch schon mal probiert. Es ist in Ordnung. Mal kurz ans Telefon. Ja, falls ihr neu auf meinem Kanal seid und denkt, wie unprofessionell ist sie. Ja, das ist bei mir tatsächlich gang und gäbe, dass ich mein Handy immer vergesse, lautlos zu machen und ich dann gestört werde. Aber ja, jetzt geht's weiter. Also, wir waren bei Waterdrop und ich muss sagen, es ist in Ordnung. Aber ich kann halt auch keine Coke Zero trinken, weil mir dieser Nachgeschmack von diesen künstlichen und auch natürlichen Süßungsmitteln überhaupt nicht geschmeckt. Deswegen, ja. Aber den einen kann man auf jeden Fall mal testen. Dann gab es von Judith Williams ein Hyaluron-Aktiv-Serum. Serum kann man nie genug haben, aber ich weiß, dass ich in diesem Haul noch sehr viel Serien zeigen werde. Ja, aber richtig gut. Will ich auch mal ausprobieren von Judith Williams. Die kenne ich ja von der Höhle der Löwen. Dann geht es weiter mit Bio-Vegan Skin Food SOS Anti-Spot Solution. Ich glaube, das ist gegen Pickel. Ja, hilft gegen Pickel. Sofort-Effekt. Ja, die ultimative Soforthilfe gegen Pickel. Bin mal gespannt. Ich muss ja sagen, hier und da kriege ich ja auch immer noch Pickel, die mich dann richtig nerven. Also auch ein richtig gutes Produkt. Dann, ja, den... Oh, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Oh yes, oh yes, oh yes. Lip Balm. Mit Kokosgeschmack. Und da hatte Brina gestern uns schon eine Sprachnachricht geschickt, dass sie zum Glück, also wir waren an dem Stand und durften uns auch einen aussuchen. Aber ich habe mich natürlich da für Kokos entschieden, weil ich Kokos am liebsten mag. Und ja, jetzt habe ich Zammerkokos. Aber Kokos geht immer. Ich liebe Kokos, deswegen ja. Aber von Oh Yes, der Hallo, ich bin Coconut mit Bio-Kokosöl Naturkosmetik Lippenpflege. Sowas muss man auch immer in der Handtasche haben. Dann gab es von Catrice Cosmetics eine Basic Bay Eyeshadow Palette. Sehr schöne Farben. Ich liebe ja so Brauntöne. Gehen ja immer zu allen möglichen Outfits und Schminke. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, ich habe die Goodie Bag, also das alles, was ich in den Taschen habe, weiß ich, weil ich das gesammelt habe. Aber in der Goodie Bag weiß ich ja nicht alles. Dann gab es ein Mini Eyeshadow Palette, auch nochmal von Catrice.
Five in a Box oder Fünf in einer Box. Was steht da? With Rose Oil. Auch nochmal so Brauntöne. Auch praktisch für die Tasche, wenn man unterwegs ist oder im Urlaub. Nehmen nicht viel Platz weg und ja, wie gesagt, die Farben gehen immer. Lieb ich. Dann gab es Gummibärchen von der Stefan-Mohr-Stiftung. Stammzellenspender werden. Da waren wir auch bei dem Stand, da war eine Followerin von uns. Und können wir gerade zu dem Thema kommen, Stammzellen spenden. Richtig wichtig. Ich bin auch angemeldet für als Stammzellenspender. Ja, meldet euch an, Stäbchen in den Mund und tut euch nicht weh und vielleicht könnt ihr damit sogar Leben retten. Also Stammzellenspender werden. Dann gab es ein Trockenshampoo und tatsächlich eine neue Sorte, würde ich jetzt mal nennen. Care and Protect, Schutz für geschädigte und strapaziertes Haar von Batiste. Ja, auch meine Lieblings-Trockenshampoo-Marke. In kleiner Reisegröße, perfekt für Freizeitparks und Urlaube. Also, richtig viel drin. Dann gab es ein, von Stefanie Giesinger, Macadamiaöl, Regeneration Oil, Face Oil mit Macadamia, Hanfsamen und Aprikosenkernöl. Sieht so aus. Ist natürlich ganz schön hell, aber man sieht's. Ja, das gab es in der Goodie Bag. Dann geht es weiter mit Pflegedusche, Mango und Ingwer von Sebamed. Dann ein Foamy festes Gesichtspeeling. Sowas geht auch immer gut für den Urlaub, weil es keine Flüssigkeiten sind und das dann im Prinzip super fürs Handgepäck geeignet ist. Also so festes Shampoo, festes Duschgel, festes Gesichtspeeling und Foamy wollte ich tatsächlich auch mal ausprobieren. Dann Alverde festes Shampoo. Da sind wir wieder bei Repair, regeneriert und stärkt. Bei festem Shampoo bin ich tatsächlich noch nicht so. Also habe ich mich noch nicht so mit angefreundet, weil bei mir, ich weiß, das ist jetzt ein Trugschluss und das muss nicht sein, aber ich finde bei mir, Shampoo muss immer schäumen. Sonst finde ich, irgendwie habe ich meine Haare nicht ordentlich gewaschen. Aber ich weiß, das ist ein Trugschluss. Es muss nicht schäumen und die Haare werden trotzdem sauber, aber das ist so in meinem kleinen Kopf drin. Dann geht es weiter. Ein Cream Eyeshadow von Tush. Tush It Real Good. Noch nie gehört, die Marke. Ich pack's mal aus. Ah, das ist so eine Tube. Naja, das will ich jetzt nicht aufmachen, weil sobald man es öffnet, ist es ja dann schon. Also Pearly Cream Eyeshadow. Zum Thema Eyeshadow, Lidschatten kommen wir auch noch. Da habe ich auch einen Jahresvorrat. Nee, nicht mal ein Jahres, einen lebenslangen Vorrat an Eyeshadow. Aber ich werde auch noch mit meiner Mama teilen und meinen Arbeitskolleginnen. Also ich behalte nicht alles selbst, weil das wäre auch alles viel zu viel. Was ich doppelt oder dreifach habe, kriegen auch meine Mama und meine Arbeitskolleginnen. Dann gab es von Judith Williams ein Gesichtspeeling. Auch noch ein Gesichtspeeling. Ich kann es nicht aussprechen. Niacinamid Expert Gesichtspeeling mit 5% reinem Niacinamid Multiglow und 20% Vitamin C Komplex. Für strahlende, feinporige und reine Haut. Dann gab es von Langhaarmädchen Pflegefluid Liquid Wonder für langes, geschädigtes Haar. Pflege in 9 Sekunden. Und ich habe sowas schon von Elvital probiert, so Pflege für ein paar Sekunden und fand ich richtig gut. Und jetzt probiere ich mal das von Langhaarmädchen. Ich habe schon mal hab so Reisegrößen von denen mit Conditioner immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Dann gab es ein Deo-Stick von, die Marken immer, I plus M. Also, es waren sehr viele kleine Marken diesmal dabei, deswegen sagen mir viele eigentlich gar nichts. Aber es ist ein fester Deo-Stick mit Limettengeschmack und ja, sowas ist natürlich auch immer praktisch im Urlaub, weil es wieder keine Flüssigkeiten sind und kann man gut im Handgepäck zum Beispiel mitnehmen. Und es ist eine Papierverpackung, also auch noch ökologisch nachhaltig. Dann gab es, oh, noch ein. Ja, da kannst du kommen später. Es gibt ein Lipgloss und davon habe ich ein paar mehr bekommen von Smile Cosmetics. Kann ich euch schon mal hier zeigen. Ist so ein leichter rosa Glitzerton und gut, kann ich jetzt auch nicht aufmachen. Ist super für unterwegs, kann man sich auch in die Tasche hängen und man ist immer ein Lipgloss to glow. Ja, sogar vegan. Ein veganer Lipgloss. Dann geht's weiter mit einer, oh,
Nagelfeil, die kommt mir auch bekannt vor. Kommt auch noch ein paar Mal in diesem Haul. Ja, es gab sogar drei Nagel. Also es ist ein Set mit drei Nagelfeilen. Next Level Shit steht hier drauf. Das ist, so heißt die Marke. Glow Up Nail Down. Ist ein Start-up mit dem Ziel, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit in der Frauenwelt zu fördern. Ja, richtig gute Message. Also es gab einmal Nagelfeilen, dann gab es Augengel-Pads, kann man auch nie genug haben, von Schebens Hanf Chill Out. Ja, ich bin im Alter, da braucht man sowas, Augenpads, Gesichtsmasken, kann man nie genug haben. Dann gibt es Refreshing Tissues von 4711 oder 4711 oder wie auch immer man diese Firma ausspricht. Ich bin nicht so im Beauty-Business unterwegs, deswegen viele Firmen kenne ich nicht oder weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Aber davon haben wir auch einige einmal am Eingang bekommen. Und wieder für unterwegs, perfekt. Auch vor allem, wenn wir jetzt nach Orlando fliegen und uns mit Sonnencreme eincremen unterwegs, dann immer so ein Refreshing-Tuch für die bappigen Hände, würde jetzt Prina sagen. Auch praktisch. Dann gab es von Lavera Naturkosmetics, den Stand habe ich auch vermisst übrigens, Make-up Setting Spray. Auch in einer Reisegröße. Ich weiß nicht, wie er riecht. Ich möchte aber jetzt nichts aufmachen und testen, weil sonst ist es benutzt und man muss es dann schnell aufbrauchen. Deswegen möchte ich eigentlich alles so gut es geht geschlossen lassen. Ja, dann gab es Gummibärchen. Die gab es letztes Mal, glaube ich, auch schon. Beauty Sweeties, süße Kronen. Kann man auch nie genug haben. Süßigkeiten für die Nerven. Dann gab es von Luvos Heilerde eine Reinigungsmaske. Wie gesagt, Masken, Augenpads. Kann man nie genug haben. Übrigens wird dieser Haul wahrscheinlich sehr lang. Wir sind gerade mal am Ende der Goodiebag und bei über 10 Minuten. Ja, ja. Dann gab es einen Nagellack von Manhattan in so einem krassen Neongelb. In der Kamera sieht es eher gelb-gelb aus, aber es ist schon so grün-gelb, würde ich mal behaupten. Dann gab es einen Snack von Hey Bite. Da habe ich mir auch ein paar Riegel gekauft. Fand ich richtig lecker. Die konnte man da auch testen. Und so ganz klein, perfekt für unterwegs. Dann gab es eine Wellnessdusche von Sebamed. Auch in klein. Ein Primer von Essence. Skin Loving Sensitive. Mit Aloe Vera. Sieht auch gut aus. So hell, wenn ich das so nah dran halte. Und noch zwei Sachen und dann ist die Goodie Bag auch leer. Achso, hier nochmal Leben retten, Stammzellen spenden. Ganz wichtiges Thema. Dann nochmal von Judith Williams ein Concealer. Auch cool. Also drei Produkte von Judith Williams. Und Brow Like a Boss inklusive Brow Gel, also Augenbrauenstift. Der ist sogar wasserfest, auch von Essence. Da freue ich mich drauf. In der Farbe, ich weiß, gibt keine Farbe. Brush-Applikator gibt's. Ja. Das war alles in der Goodie Bag von der Glow. Das packe ich jetzt alles zusammen und dann geht's weiter mit der Ausbeute von Samstag. Die Tasche steht bereit und wie gesagt, ich habe nicht sortiert. Es ist alles kreuz und quer hier drin, aber es ist nur der Samstag. Also das kann ich ja schon mal sagen. Es gab Getränke von Wösslauer, hat uns mit Getränken versorgt. Das hier ist zum Beispiel jetzt Pfirsich. Mango-Getränk. Werde ich jetzt auch mal probieren. Kalorienarm, nur 13 Kalorien pro 100 Milliliter. Dann gab es noch, wenn man ein, wie heißt immer das Ticket? Das Samstagsticket fährt mehr mit Goodie Bag. Da gab es noch extra zwei Goodies zur Goodie Bag und zu dem Ticket. Und zwar einmal von Dove Summer Glow. Das ist eine Bodylotion mit sanften Selbstbräuner ohne Streifen. Selbstbräuner liebe ich ja. Werde ich auch noch sehen. Und dann gab es einen von Pasa Beauty. Eine Entwirrungsbürste, Wet and Dry. Ja, sieht so aus. Die kann ich mal auspacken. Ich benutze ja sonst meine Bürsten für nasse Haare immer vom Tangle Teaser. Da schwöre ich drauf. Bisher. Aber ich bin auch offen für Neues. Weniger Haarverlust steht auf jeden Fall schon mal drauf. Die teste ich mal direkt. Live und in Farbe. So, gucken wir mal. Ja. Also so auf den ersten Eindruck. Bei mir ist aber immer das Problem, wenn sie nass sind. Aber ja. Auf den ersten Blick sieht halt so aus. So ein bisschen ähnlich wie ein Tangle Teaser. Aber Tangle Teaser hat nur so Plastikdinger. Und, also die sind auch aus Plastik. Aber
Die haben so irgendwie nicht diese Noppen. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber von der Form her sehr ähnlich. Ja, weiter geht's. Dann nochmal ein Getränk von Wöslauer mit Zitrone, ohne Kalorien. Dann gab es einen Männerbereich und da wurden Männer, konnten da sich Haare, also Bärte trimmen lassen, schneiden lassen und so weiter. Und da gab es auch Tuchmasken für Männer. Hydro-Tuchmaske mit frische Kick, aber also warum? Ich kann die auch benutzen. Nur weil Man draufsteht, heißt es ja nicht, dass ich ihn nicht benutzen kann. Riecht dann ein bisschen männlich, aber ich habe nichts gegen einen männlicheren Geruch. Dann gab es, genau, wir waren bei OGX, da habe ich auch ein paar mehr Sachen. Warte, finde ich die jetzt alle? Ja, ich glaube, das waren die zwei Sachen. Also man konnte spenden, mindestens 3 Euro sollte man spenden und dann durfte man sich ein Produkt aussuchen und ich habe mich für die Haarmaske entschieden. Also im Prinzip habe ich 3 Euro für die Haarmaske bezahlt, aber es ging an einen guten Zweck. Habe ich im Vlog auch erwähnt. Und ja, die Argan Oil auf Marokko Hair Mask. Meine Haarmasken sind eh gerade leer und OGX finde ich gut, super. Denn von denen hatte ich schon Conditioner probiert, auch in Reisegröße immer. Noch nicht in Full Size, habe ich mir aber Conditioner in Full Size am nächsten Tag geholt. Auch wieder für 3 Euro, zeige ich euch dann in der nächsten Tasche. Also OGX Haarmaske und dann gab es bei dem Stand noch, wo man Fotos machen konnte, Ausdruck und dann durfte man sich auch was aussuchen und ich habe mich für die Heat Protection Cream mit Coconut Oil entschieden. Kommt in der nächsten Tasche dann auch noch ein paar Mal vor, weil am Sonntag haben sie alles rausgehauen und deswegen gab es die jetzt auch noch öfter. Aber wie gesagt, ich teile fleißig, behalte nicht alles selbst. Dann gab es bei BB einen Lippenpflegestift, also ein Labello mit Perlenglanz. Aber BB war irgendwie auch so ein bisschen enttäuschend. Die hatten auch so auf der anderen Seite einen Stand, wo man auch spenden konnte. Und dann hat man auch so eine Tüte bekommen mit irgendwas drin. Aber da haben wir uns auch nie angestellt, weil immer super viel los war. Und wir dachten, das ist es uns nicht wert. Dann gab es von Auto Freaks eine Zahnbürste. Ich glaube, ich habe auch 2, 3 Stück von denen bekommen. Eine Bambuszahnbürste. Generell war es irgendwie sehr Zahn-Mundpflege-intensiv, die Glow. Also es gibt sehr viele Mundpflegeprodukte. Das zeige ich euch mit dem Produkt, weil ich habe mir was gekauft. Und zwar bei St. Moritz. Ja, St. Moritz Selbstbräuner. Schwöre ich jetzt schon seit letztem Jahr drauf. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal probiert, mir bestellt, weil ich es irgendwie auf Instagram gesehen habe. Und ich bin sehr skeptisch, was Selbstbräuner angeht, weil ich dachte, okay, Flecken und Streifen und sieht dann gelb aus und dann sieht das total künstlich aus. Sieht so aus wie Donald Trump. Nee, bei St. Moritz tatsächlich nicht. Ich habe jetzt bisher den normalen Schaum probiert und habe mir jetzt den neuen gekauft. Den habe ich tatsächlich bei Amazon schon gesehen und war aber skeptisch. Das Gute bei dem hier ist, also es ist jetzt auch keine Verkaufswerbung, ne? Ich erkläre euch das nur kurz, dass bei dem anderen Schaum, bei dem normalen in der weißen Flasche, muss man es auftragen und ich mache das immer abends und muss mich dann am nächsten Morgen abduschen. Es bleibt aber nichts im Bett hängen, also das Bett bleibt weiß. Wenn man es gut trocknen lässt, bleibt nichts in den Klamotten, auch nichts im Bett, aber man muss sich trotzdem am nächsten Tag abduschen. Bei der Flasche ist das nicht der Fall. Ihr seht hier unten, es steht auch 2, 4 und 6 Stunden. Also es wird immer dunkler. Wenn man sagt nach 4 Stunden, oh, das ist mir, reicht mir, dann müsste man sich auch abduschen, sonst wird noch ein Ticken dunkler nach 6 Stunden. Aber generell bei dem hier muss man sich nicht abduschen. Einziger Nachteil, man sieht nicht, wo man sich hin eingecremt hat. Bei dem anderen Mousse, was ich schon benutzt habe, das ist braun und man sieht, wo man sich schon eingeschmiert hat und welche Stellen fehlen. Das hat man bei dem nicht, weil es durchsichtig ist. Ich werde es testen und gucken. Und ich habe mir jetzt noch das Selbstbräunungs-Gesichtsspray gekauft. Das muss man sich einfach nur ins Gesicht sprühen und wird hoffentlich braun. Mit Kokosnussöl. Ich liebe ja eh Kokos. Also die zwei Sachen habe ich mir gekauft beim St. Moritz. Plus, das gab es noch im Geschenkset. Also so ein Set war ein bisschen günstiger mit den Applikator-Premium-Handschuhen für Gesichts- und Körper. Kann man natürlich auch waschen und wiederverwenden. Also ja, die drei Sachen habe ich mir bei St. Moritz gekauft. Dann gab es noch ein paar Tester mit drin. Ja, es gab noch eine Golden Glow Tanning Moisturizer Everyday Beauty. Also irgendeine Body Lotion gab es von St. Moritz.
zwei Stück davon als Tester und gab es noch was? Nee, dann gab es nur noch so Tipps, wie man die Sachen anwendet. Ja, also das gekauft und dann gab es bei St. Moritz auch noch ein Spiel und das habe ich dann dort gewonnen und zwar ein grundierendes Hautpeeling, ein Primer. Also im Prinzip sollte man sich eher die Haut peelen, bevor man Selbstbräuner benutzt, damit das Bild ebenmäßiger ist und von denen gab es jetzt nochmal das eigene Hautpeeling. Dann geht's weiter mit Tampons, ist jetzt nicht so spannend, geht immer, braucht man immer als Frau. Dann nochmal ein Riegel von Hey Bite. Ich versuche mich ein bisschen zu sputen. Ah, genau. Jetzt gehen wir weiter mit der Zahnpflege von Mara Expert. Da gab es auch ein Drehrad und am ersten Tag habe ich jetzt hier diese Interdentalbürsten gewonnen. In der Größe 0, da ich habe sehr, sehr eng anliegende Zähne. Und das hat sie auch direkt gesehen. Das fand ich wirklich faszinierend. Sie hat mich angeguckt. Ich habe gesagt, ich habe Interdental gewonnen. Sie hat mich angeguckt. Ah, sie haben sehr eng anliegende Zähne. Ich so, ja. Sagt meine Zahnärztin auch. Und meine Zahnärztin sagt, ich sollte sowas und Zahnseite auf jeden Fall auch nutzen. Wenn sie das jetzt sieht, ich bin so faul. Also ich muss es tatsächlich wirklich nutzen, auch für mein Zahnfleisch. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall noch einen Grund mehr. Jetzt habe ich ja Interdentalbürsten. Ja, nochmal eine Zahnbürste. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Dann, was haben wir hier? Ach genau, es gab noch eine weitere Zahnmarke, The Humble & Co., da gab es auch was zu gewinnen und zwar einmal am Drehrad. Da habe ich nichts gewonnen, aber da habe ich dieses Blatt bekommen, wo man dann Minze sich anbauen kann zu Hause. Da sind Samen drin in diesem Blatt und hinten eine Beschreibung, wie man diese Minze anbaut. Finde ich auch richtig coole Idee. Ein Blatt von OGX. Also ich habe richtig viele Prospekte. Dann gab es von Lotta Curls Gummibärchen mit QR-Code. Nicht so spannend. Dann, was haben wir hier? Ah, genau, der Humble & Co. Da habe ich dann in Zeit noch was gewonnen. Also genau, wir mussten ja angeln. Wir mussten Plastik aus dem Meer angeln im Prinzip. Und dann gab es erstmal eine kleine Tasche mit der Humble & Co. Und da drin war die nächste Zahnbürste mit Humble Brush mit Bambuszahnbürste und drei Wechselköpfen und einem Griff. Also sogar im Prinzip drei Zahnbürsten. Und dann gab es noch Zahnseide. Jetzt wird meine Zahnärztin wieder sagen, Simone, du musst die Zahnseide benutzen. Zahnseide mit Minzgeschmack. Umweltfreundlich und sozial verantwortlich. Oh, ich habe so einen Hunger. Ich habe eben einen Riegel gegessen, von den ich mir gekauft habe. Also einen kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich den schon gegessen habe. Dann gab es bei Nikolai so eine richtig coole Tasche in Gold. Und so viele haben uns danach angesprochen, wer denn die Tasche her haben. Also das war direkt am Anfang, am Samstag. Und irgendwann war die Taschen dann auch weg. Also wir haben überall die Leute gesehen mit goldenen Taschen. Dann sind wir da auch hin, haben auch noch eine bekommen. Aber da wir waren tatsächlich die Letzten, die welche bekommen haben. Was ist da drin? Also erstmal gab es die Tasche, die schon mal cool ist. Dann gab es 20% Rabattcode. Ein Energy Drink mit Branding. Und ein Schlüsselband von denen, von Nikolai. Und es gab noch ein, war das ein Drehrad oder man musste folgen oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall von Zulola. Und dann durfte man da sich so ein Täschchen rausziehen und ich habe einen Ring gewonnen. Sieht so aus. Einen goldenen Ring. Ja, finde ich richtig gut. Passt. Sieht gut aus. Schlicht. Gold. Geht immer. Ja. So. Weiter geht's. Ja, hier haben wir irgendwie so Süßigkeiten, Finny Unicorn Balls bekommen. Dann gab es bei Essence einen Lip Balm. Da musste man so Bälle fangen in so einem Luftding. Und ist halt so ein Lippenstift von Essence. Dann gab es Glückskekse bei DM, ganz viele Glückskekse, verteile ich auch an meine Arbeitskollegin. Ja, ihr seht ganz viele Prospekte, die werde ich jetzt nicht durchgehen. Ich kann euch vielleicht das Bild zeigen von OGX, das da vom Tag 1, was wir gemacht haben für die Heat Protection. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts dabei. Wie gesagt, ganz viele Prospekte. Ah, ne, hier ist noch eine Maske drin. Ja, eine bio-vegane Skin-Food-Maske. Ich weiß gar nicht, wo wir bestimmt an dem Stand. Und ein Prospekt haben wir hier bekommen. Ansonsten, wie gesagt, der Rest alles Prospekte. Lasse ich mal hier drin.
Dann, ja, die ersten zwei Serien von Stefanie Giesinger, weil, ich sag's euch, am Sonntag haben wir noch einige bekommen. Die haben die Dinger wirklich verscherbelt, also rausgeschmissen wie sonst was. Und meine Freundin hat heute geguckt, das Verfallsdatum ist halt im Januar 2023, also eigentlich nur noch so weniger als ein halbes Jahr gültig. Wahrscheinlich deswegen haben sie davon en masse weggeschmissen, also nicht weggeschmissen, aber verteilt. Deswegen, ja, meine Mutter wird sich freuen, die liebt Serien. Dann gab es Tabletten von B-Tenix, Bio Ashwagandha. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Tabletten gut sein sollen, aber Daria und Brina haben jeweils auch eine Packung. 180 Kapseln sind da drin. Lasst uns gemeinsam die Welt verbessern. Ja, das ist, wenn ich... Ich weiß nicht, wofür Ashwagandha Wurzelpulver gut sein soll. Wenn ihr es wisst, könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten muss ich mal googeln. Also das gab es an dem Stand. Da musste man an so einem Rad aber im Handy drehen. Von Manhattan gab es einen Dip Eyeliner. Geht bei mir auch immer. Kann ich immer gebrauchen. Dann, was haben wir noch? Ja, habe ich eben schon erwähnt. Nagelfeilen. Nummer 1. Dann noch Prospekte. Hier haben wir noch ein Bild von Essen, so Brina und ich die Rutsche runtergerutscht sind. Dann haben wir hier noch eine Tuchmaske von Shebens. Und ist es eine Tuchmaske? Ja, es ist eine Tuchmaske. Die sind immer auch, die sind super gut. Tropical Breeze. Dann, ja, habe ich auch ja eben schon gesagt, der Lip Balm in Kokosnuss Nummer 2. Die Refreshing-Tücher. Dann von B-Routine eine rosa Tonerdemaske. Einen Kugelschreiber von der Stefan-Mohr-Stiftung. Stammzellen. Lasst euch eintragen. Erfrischungstücher. Ach genau, dann das hier. Ich habe jetzt noch ganz viel Kleinkram drin. Was haben wir hier noch? Ja. So, gleich haben wir es geschafft. Dann gab es bei Mara Expert noch einen Plug-Checker. Im Prinzip kann man sich dann die Zähne putzen und dann das draufkauen. Im Prinzip beim Zahnarzt. Und dann sieht man, wo noch Plug ist und wo man besser putzen könnte. Bei Manhattan gab es noch drei Nagellacke. Ich finde die Farben, also die finde ich mega cool. Alle drei würde ich gemeinsam auftragen. Richtig coole Sommerfarben. Und hier steht, die halten sogar bis zu 10 Tage. Ich bin gespannt, weil Nagellack bei mir normal hält nicht. Nach einem Tag splittert er ab. Werde ich aber auf jeden Fall testen. Die Farben finde ich mega. Und dann gab es bei Gokos, das haben wir auch selbst gemacht, einen Lidschattenstift. Den haben wir selbst zusammengebastelt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So ein Perlton. Hat ein bisschen einen lila Stich. Ja. Den haben wir selbst zusammengebastelt. Und man kann dann im Prinzip immer sich das Ding nachkaufen. Die Farbe und der bleibt bestehen. Also auch nachhaltig. Dann gab es eine Shopping Bag von DM. Eine von vielen. In lila. Da steht jetzt drauf: Anything Glows. Ja, und dann, jetzt haben es gleich geschafft. Hab ich schon was gekauft? Ne, das haben wir auch bekommen. Bei Ben und Anna. Und wenn man über 500 Follower auf Instagram hatte, hat man eine Goodie Bag bekommen. Und zwar einmal ein Deo in der Dose. Ist im Prinzip dieselbe Marke von dem Stick wie in der Goodie Bag. Ich glaube, der Geruch ist sogar hier derselbe. Ja. Dann gab es eine Bambuszahnbürste. Mensch. Also Zahnbürste habe ich auch jetzt einige für Reisen. Für die nächsten Jahre. Und dann gab es noch Zahnputztabletten. Natural Toothpaste. Also kann man im Prinzip den Mund draufbeißen. Dann hat man Zahnpasta in Tablettenform. Finde ich auch ganz praktisch für den Urlaub. Muss man dann auch keine Zahnbürste mitnehmen. Dann noch zwei Sachen von Samstag. Und dann sind wir auch mit Samstag fertig. Eine Seife, die packe ich jetzt aber nicht aus, weil die versiegelt ist und die ist für meine Mama. Ist eine Lavendelseife auch von Outdoor Freaks. Durften wir auch selbst uns aussuchen. Da ist dann das Stempel drauf gekommen. Und auch Glitzer, aber die muss auch noch 2 Wochen so liegen bleiben. Aber die ist auch für meine Mama, weil sie Lavendel liebt. Ja, und das Highlight, muss ich sagen, von dem Tag. Da war auch wirklich einer der längsten Schlangen, aber es hat sich sowas von gelohnt. Und zwar bei Yuti.
Es gab 25, also dieser ganze Karton pro Person, 25 Augenpads. Also es gab keine Nieten bei diesem Kreis. Es gab eine Stelle, wo man nur eine Maske gewinnen konnte und den Rest konnte man so Päckchen gewinnen. Die habe ich auch schon benutzt. Die benutze ich ständig zu Hause privat. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Das sind jetzt neue. Ich weiß nicht, was das Eye is of Heaven. Und ja, freue mich riesig über den Packen. Wie gesagt, Augenpads kann man nie genug haben. Und dann auch einer meiner Lieblingsaugenpads von UT. Ihr seht es da, wie viel da drin ist. Crazy. Und am Sonntag wollten wir gucken, ob wir uns nochmal anstellen. Aber dann gegen Mittag waren sie dann auch schon weg. Also es war alles leer, aber auch kein Wunder. Da waren richtig lange Schlangen. Und ja, richtig geiles Produkt. Richtig geil. Meine Mama kriegt auch welche, aber nicht ganz so viele. So, das war der Samstag. Ja, und kommen wir zum Sonntag. Und ich habe euch wirklich vorgewarnt, am Sonntag ist es noch ein bisschen mehr geworden als am Samstag. Jetzt separat von der Goodie Bag. Und ja, es wird wirklich ein XXL-Roll. Ja, weiter geht's. Gegen Ende am Sonntag haben wir noch eine richtig coole Goodie Bag von Real Technique und Elegant Touch bekommen. Das war auch so ein spontan Vergeben. Also richtig Glück gehabt. Es gab einen Pinsel von Real Techniques. Einen Blender. Ist das ein Blender? Four Shadows. Ja, 2-in-1 Brush. Ach, sogar zweiseitig. Ich habe jetzt so viel Lidschatten. Jetzt fehlt noch, dann kam jetzt noch der Pinsel. Ja, nochmal Nägel. Ja, gut. Mal gucken, ob ich jemanden finde, der die gern haben möchte. Dann gab es noch einen Make-up-Schwamm. Auch richtig praktisch. Und dann gab es einen, ich glaube, das ist ein Mascara. Ja. Ein Dangerous Length Ultra 3D Mascara von Milani. Kenne ich jetzt auch nicht, aber bin sehr gespannt. Ach, noch was. Und Wimpern. Wimpern! Ah, die sehen echt schön aus. Ja, eine Packung Wimpern für Orlando. Woo! Ja, richtig gut. Ja, das war einfach so. Haben sie einfach so rausgegeben. Man musste halt Glück haben und an der richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Dann geht's weiter mit Womanizer. Also die Frauen, die Womanizer kennen, wissen, was sie machen. Ich werde jetzt hier nicht drauf eingehen. Sonst googelt mal gerne, was Womanizer produziert. Ja, es gab ein T-Shirt. Das kann ich euch ja mal auspacken, wenn ihr es lesen könnt. Ich werde es auch nicht vorlesen, sonst werde ich auch noch bei YouTube gesperrt. Aber ja, das T-Shirt gab es einmal in L. Oh, es fällt aber ganz schön klein aus in L. Ich habe Sabrina auch in L mitgenommen. Aber ja. Also ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Wie gesagt, sonst googelt gerne mal Womanizer. Ansonsten gab es noch diese Tasche mit demselben Muster, diese Jutebeutel. Und dann gab es ganz viele Pröbchen bei L'Oreal von dem Serum. Ganz viele konnte man sich da rausgreifen. Genau, dann ist die Tüte auch leer. Dann gab es noch eine lila Tüte von DM. Und da drin habe ich noch, das war so gegen Ende, was wir eingesammelt haben. Da habe ich noch was von der Marke. Genau, bei Santé Naturcosmetics gab es ein erfrischendes Waschgel und ein Shampoo. Wieder ein festes Shampoo mit, keine Ahnung, welche Sorte. Dann gab es nochmal ein Peeling von St. Moritz. Das haben sie am Ende auch nochmal verteilt. Habe ich jetzt zwei. Dann gab es ein Scrunchie von BB, also ein Haargummi. Noch ein Trockenshampoo, das kenne ich, diesen Geschmack, diese Sorte Cherry von Pastille, wie auch immer. Dann noch ein Prospekt, das ist, ja. Dann gab es von Hitchies noch Kraken, die schmecken richtig gut. Also die habe ich da nochmal live probiert und ich fand die echt lecker. Saure Krakenarme. Vegan. Kann ich nur empfehlen. Dann gab es noch, davon habe ich aber auch zwei. Einmal eine Wimperntusche von Santé mit Gurke. Davon kriegt meine Mama auch ein. Und da gab es noch ein paar Süßigkeiten hier drin. Auch noch von Hitchies, sorry. Ja. Ganz viele kleine Süßigkeiten plus noch ein Riegel von Hey Bite, auch in klein. Ja.
So, dann kommt noch die große Tasche. Ah, ich hab's euch gesagt. Ich weiß nicht, wo die Mädels das her hatten. Ich habe keine Ahnung, da steht auch keine Marke drauf. Ich war irgendwo unterwegs und dann haben sie mir gesagt, wir haben ein Täschchen für dich. Also, ja, ein Täschchen für mich. Dann nochmal Hitchies in einer großen Packung. Dann, ja, kommen wir zu den Produkten, die am Ende wirklich verscherbelt wurden. Hier nochmal zweimal Heat Protection von OGX. Dann, ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Also dieses Serum. 3. Ich sehe noch ganz, ganz viele. Wie gesagt, die waren dann überall und man hat sie überall im Prinzip mitnehmen können. Ich weiß nicht, ich zähle sie jetzt auch nicht nach. Das würde zu viel Zeit fressen. Hier haben wir noch mal 2 Heat Protections. Dann nochmal Serum. Nochmal Serum. Nochmal Heat Protection. Nochmal Serum. Ja. Aber das Serum ist halt nur noch ein halbes Jahr gültig. Deswegen muss ich auf jeden Fall es verschenken. Dann gab es nochmal dieses, was ich auch in der Goodie Bag hatte, einen Pearly Cream Eyeshadow. Dann bei Dermalogica haben wir was gekauft, und zwar ein Peeling. Und zwar dieses Daily Milk, also ist irgendwas mit Hafer. Wir haben es getestet auf dem Handball und das war richtig gut. Deswegen haben wir es gekauft. Aber ich habe auch beim Rat die Goodie Bag gewonnen und da gab es einen Micropore Mist, einen Toner in so einer kleinen Flasche. Dann gab es ein Dreier-Set mit 3 verschiedenen Sachen drin. Ein Foaming Wash, ein Booster und ein Clearing Defense. In so kleinen Größen. Prospekt. Dann gab es hier noch einen Pop-Socket von Dermalogica. Ja, richtig unprofessionell. Da war meine SD-Karte voll. Ich rede schon zu lang. Ja, dann gab es hier noch so ein Set. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gesehen habt. Von Dermalogica. Eyelift, Daily Microfoil Smoothing Cream und Cleansing Gel. Genau, das gab's noch. Dann kommen wir zu der krassesten Sache von B-Routine. Da habt ihr es ja auch in den Vlogs so ein bisschen gesehen. Da wurde immer so High Life und Party und dann wurde man rausgezogen und durfte man sich im Prinzip so eine Tasche voll mit einer Schaufel raufpacken. Ich habe es dann geschafft mit ganz viel Elan und ne? Ich habe richtig Party gemacht. Und ja, jetzt kommt mein lebenslanger Vorrat an Lipgloss und Lidschatten. Moment, ich muss das mal hier. Ihr kennt ihn ja schon, den Lipgloss. Habe ich ja eben schon aus der Goodiebag rausgeholt. Ja. Also, Lipgloss. So ein paar. Und, Lidschatten. Oh nein, hier ist irgendwo einer auch schon aufgegangen. Der Deckel ist auf jeden Fall ab. Oder? War das irgendwo anders? Naja. Es ist natürlich alles dasselbe. Aber das ist alles Lidschatten. Ja, es sind so ein paar. So ein paar. Und von Smile Cosmetics. Also wie der Lipgloss. Richtig crazy. Richtig crazy, aber das war halt da so, das war halt, was sie gerade nachgefüllt haben und oben lag. Davon hat man halt das vieles bekommen, aber ich hatte noch ein paar Tonerde-Masken und ein paar Glitzer-Peel-Off-Masken hatte ich jetzt auch noch drin. Ja, genau. Das war meine B-Routine-Ausbeute und hier ist irgendwie noch ein Deckel drin. Wahrscheinlich ist der irgendwo abgefallen. Ja, crazy, crazy. Dann gab es noch ganz viele Pröbchen bei No Cosmetics. Auch gut, finde ich. Habe ich auch das Serum schon probiert. Jetzt ist ja auch noch ein Peeling und so. Also freue ich mich echt drauf zu testen. Und bei No Cosmetics haben wir auch noch mehr bekommen. Aber dazu gleich. Das war... Ja, genau, das kommt gleich. Ich bin total verwirrt, was hier alles noch so drin ist. Ja, okay, dann machen wir das jetzt. Genau, dann gab es die Marke Selena Care Periodenunterwäsche. Wir Frauen, ne, wissen ja, was es ist.
Und ich bin ein Fan von Periodenunterwäsche, trage ich schon und ich finde sie sehr teuer. Bei DM kostet, glaube ich, ein Höschen um die 20 Euro. Da gab es jetzt Messerabatt und zwar 30%, deswegen habe ich mir noch eine mitgenommen. Und ihr seht da die Stärke. Ich möchte jetzt hier nicht genau auf meine Periode eingehen, aber ja, Periodenunterwäsche bin ich ein großer Fan. Und wenn man den Newsletter abonniert hat, hat man noch eine waschbare Binde bekommen. Die kenne ich jetzt noch nicht, werde ich auf jeden Fall testen und freue ich mich drauf. Inklusive Aufbewahrungsbeutel, also kann man auch mitnehmen und ist extra long. Gibt es aber auch bei DM zu kaufen. Also ich bin sehr zufrieden mit den zwei Höschen, die ich bisher hatte. Und deswegen wollte ich jetzt unbedingt auch mal Nachschub haben. Ja, nochmal saure Kraken. Die waren aber auch sehr lecker. Dann hatte ich euch ja eben erzählt, OGX nochmal gespendet. Und jetzt habe ich mir noch deinen Conditioner geholt mit Biotin und Kollagen. Und freue mich, den zu testen. Dann, hier ist es rausgefallen, gab es noch Lippenbooster. Daria hatte jetzt auch noch was bei Biotin dann gewonnen. Hat er natürlich auch geteilt. Und da gab es Lippenbooster hier nochmal, aber der ist irgendwo rausgefallen. Dann ein Hanfbooster. Dann gab es einen Snack to go von Seeberger. Apropos Snack to go, ich habe richtig Hunger. Ich muss gleich unbedingt was essen. Noch ein paar Pröbchen von No Cosmetics. Maybelline Pröbchen mit Make-up. Der Gurken-Mascara habe ich euch ja eben schon vorgestellt. Serum. Dann gab es einen Plug-Checker, aber als Zahnpasta von Mara Expert. Wir haben es ja nochmal angestellt. Und dann gab es, wie gesagt, den Plug-Checker. Damit kann man sich direkt die Zähne putzen und man sieht direkt beim Putzen, wo der Plug noch drauf ist. Finde ich auch praktisch. Wie gesagt, Zahnpflege habe ich jetzt auch genug. Dann gab es nochmal von Ben und Anna am nächsten Tag Deo-Stick. Also im Prinzip denselben, den es schon in der Goodie-Bag gab, aber jetzt mit einem anderen Geruch. Also Deo habe ich auch ganz schön viel. Serum. Nochmal was Süßes. Dann gab es von Seeberger Hafer and Go. Bin ja nicht so der Hafer-Fan, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich versuche hier schon so ein bisschen zu sortieren, was ich jetzt gleich noch aufteile für meine Mama und Arbeitskollegin. Ja, dann habe ich mir drei Riegel bei Hey Bite gekauft. Einen habe ich jetzt eben schon gegessen, weil ich so einen Hunger hatte und ich habe nichts zu Hause. Aber ich fand die alle ist richtig gut. Habe ja auch alle probiert vor Ort. Und jetzt habe ich hier einmal den Crispy Protein Bar mit Lemon Cheesecake und einmal den Almond and Sea Salt. Ja. Für drei Stück für 5 Euro war das. Glückskekse, wie gesagt, davon gab es auch ganz viele. Hier ist irgendwas. Ist irgendwas feucht. Hier ist irgendwas ausgelaufen. Ah! Hier ist irgendwas ausgelaufen. Wahrscheinlich in der Tüte. Gucke ich gleich. Dann nochmal eine leere Flasche von, die ich schon ausgetrunken hatte. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Also nochmal eine Tüte von DM. Davon habe ich auch ein paar. Da gab es nochmal, meinen Saft von McDonald's. Den gab es nicht auf der Glow, den habe ich mir bei McDonald's gekauft. Nur nicht ausgetrunken. Gummibärchen von No Guilty. Nochmal Proben von La Vera. Und nochmal Maybelline, weißt du? Und nee, L'Oreal, Entschuldigung, L'Oreal. Dann nochmal Pröbchen und Christina Aguilera Parfum-Pröbchen. Da haben wir ja nichts gewonnen. Eine Mascara von Lift Me Baby. Ich weiß gar nicht, wo es die nochmal gab. Auf jeden Fall ein Mascara. Dann von Judith Williams ein Gesichtspeeling nochmal. Gebe ich meiner Mama wahrscheinlich. Dann nochmal Erfrischungstücher. Nochmal L'Oreal Serumpröbchen. Einen Zettel von Judith Williams. Und dann gab es noch zwei Ketten bei L'Oreal. Sehen so aus, mit so Herzchen. Irgendwo ist da drin auch noch die andere Glückskeks. Serum. Genau, da gab es noch von Dermalogica so einen Tester. Dann gab es noch hier so Testampullen bei L'Oreal von diesem, aber in Plastik, damit man die auch so gut mitnehmen konnte. Ach ja,
Dann gab es hier noch, glaube ich, Gummibärchen und nochmal Erfrischungstücher. Damit ist die Tasche auch leer. Oh, und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, das ist die No Cosmetics Tasche, die ausgelaufen ist. Irgendwas ist da ausgelaufen. Aber die Taschen ja, kann man ja zum Glück in die Waschmaschine schmeißen. Oh Gott, nee. Das war die DM-Tasche. Ja, das war die DM-Tasche. Ja, ich hole es mal raus. Es gab noch ein Serum. Es gab noch ein paar Glückskekse. Die haben es nicht so erwischt. Und was ausgelaufen ist, ist die Körperlotion. Ich zeige es euch mal so. Von Alverde. Ja, die ist irgendwie aufgegangen und ausgelaufen. Muss ich später mal waschen und die Tasche in die Waschmaschine schmeißen. Wo lege ich sie jetzt hin, wo es nicht versaut wird? So lege ich sie hin. Ach, so. Ja. Das habe ich euch schon gezeigt. Dann gab es noch so ein Dreier-Set von Maybelline Colossal Wimperntusche. Die benutze ich auch sehr gerne. Und auch in Reisegröße kann man nie genug haben, so Reisegrößen. Die Frage ist, wo ich das alles lager. Zahnbürste. Nummer 5000. Dann gab es nochmal Lippenbooster und Luvos Heilerde Maske. Das zweite Bändchen, wovon ich euch erzählt habe. Noch einige Tester. Hier gab es nochmal Gummibärchen. Dann gab es nochmal bei Sisters and Me Hydrogel Augenpads. Also ich finde, unsere Ausbeute ist schon in Ordnung. Man kann sich nicht beschweren. Bei Christina Aguilera gab es für die, wenn man nichts gezogen hat, so ein Bändchen. Lila Bändchen würde ich als Fußkettchen wahrscheinlich benutzen. Ja, im Sommer oder so. Am Strand. Das gab es in so einem schönen Säckchen. Kann man auch gut für Schmuck benutzen, für den Urlaub. Ich nutze alles für den Urlaub. Zettelwirtschaft. Dann gab es von... Ach genau, das sind die No Cosmetic Produkte, die wir bekommen haben. Genau. Ja, eine liebe Followerin von uns hat uns angeschrieben und meinte, kommt doch am Sonntag vorbei. Ich arbeite bei No Cosmetics und ja, sind wir natürlich vorbeigegangen. Und sie hat uns netterweise ganz, ganz viel Produkte gegeben. Und zwar einmal eine Bodylotion von No Cosmetics, Pink Hyper Sense. Dann nochmal eine Bodylotion, Pre-Balance. Und ein Peeling Cleaner, ein Körperpeeling. Sieht so aus. Und ein Serum. Wie gesagt, die Serien habe ich schon mal getestet von No Cosmetics und bin begeistert. Also ja, gibt es auch alles bei DM. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, welche ich getestet habe, das habe ich vergessen. Porenverfeinerndes Serum ist das Refine Today mit Wildpistazie und das kann ich nicht aussprechen. Pflege mit Soforteffekt, mattiert die Haut und vermindert sichtbar die Porengröße. Mattieren ist immer bei mir gut. Ich glänze immer wie ein Honigkuchenpferd. Also richtig gutes Serum. Und es ist natürlich alles nachhaltig und vegan und parfümfrei, steht jetzt hier auch drauf. Und die versuchen jetzt auch die Verpackungen aus Altpapier herzustellen. Also eine richtig coole Marke. Dann gab es bei Hawaiian, also bei Wilkinson, habe ich einen kleinen Gewinn und zwar eine Selbstbräunung. Im Prinzip sieht so auch das St. Moritz-Fläschchen aus. Ist auch ein Schaum. Also kann ich auch mal von Hawaiian testen, ob es was taugt. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Dann nochmal Pfeile, habe ich ja schon erwähnt. Dann gab es noch einige Tester von L'Oreal. Noch ein Hey Bye-Triegel in kleiner Form. Serum. Ich traue mich schon gar nicht mal ins Hoch. Also das war, glaube ich, das Letzte. Nochmal so ein Hanfbooster. Dann gab es nochmal Snacks von Seeberger. Die hatten auch Frozen Joghurt verteilt an dem Tag, aber wir haben uns da nichts angestellt. Nochmal ein Hanfbooster von Daria, was sie bei B-Routine gewonnen hat. Nochmal eine Maske von, eine Heilerde-Maske. Nochmal eine Heilerde-Maske und nochmal Gummibärchen. Ja. Ich glaube, das war's. Und nochmal Süßigkeiten. Ja. Das war's, Mensch. Das war doch gar nicht so viel. Jetzt müsst ihr meine Couch sehen. Ach du Jemine. Ja, es ist ein bisschen was zusammengekommen, würde ich sagen. Also... Uns haben ja viele, haben ja auch in den Vlogs erzählt, viele Marken haben uns gefehlt und große Marken. Aber ich muss jetzt sagen, dennoch
ist die Ausbeute nicht schlecht. Wir dürfen uns nicht beschweren für die Sachen, die wir bekommen haben. Man muss aber natürlich dazu rechnen, wir haben 2 Tagestickets bezahlt. Einmal Samstag, das ist ein bisschen teurer mit der Goodiebag, ich war glaube ich so 55 Euro. Und das pinke Ticket am Sonntag, das war glaube ich so um die 30 Euro. Ich weiß nicht, ich erinnere mich leider nicht mehr an die Preise. Plus natürlich die Anfahrt nach Essen und das Hotel für 2 Nächte. Aber es ist natürlich auch ein tolles Wochenende gewesen mit den Mädels. Wir hatten super viel Spaß, wir haben super viel gelacht, gequatscht, Shisha geraucht, gegessen, Hotpot. Also ja, ist natürlich auch eine Aktivität, die man zusammen als Freunde macht. Und deswegen lohnt sich ein Glow-Besuch immer. Wir sind auf jeden Fall wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder dabei. Wir wissen noch nicht, wo es stattfindet. Ich bin sehr gespannt. Und ich muss jetzt was trinken und was essen. Ich hoffe, der Vlog, sag ich schon, seht ihr, mein Gehirn kann schon nicht mehr arbeiten, wenn ich nichts gegessen habe. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen und vielleicht seid ihr nächstes Jahr auch auf der Glow. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!